Es war im Jahre 1900, im Winter, als ich von Dresden nach Hause kam und wir im Frühling heiraten wollten. Da war Rainer Maria Rilke mit seiner zukünftigen Frau Clara Rilke bei uns, oder er kam zu uns im Winter. Und es war sofort ein sehr großer Eindruck, den ich von ihm hatte. Seine stille, leise Art, die war so eigen und so anders wie bei allen Menschen. Wenn er in den Raum kam, war sofort eine feierliche Stimmung. Obgleich er wohl der bescheidenste und selbstloseste Mensch war. Wir haben dann sehr schöne Abende gehabt. Er hat gelesen und es war ein ganz kleiner Kreis. Paula Modersohn, Otto Modersohn, Clara Westhoff, Ottilie Rheiländer und noch ein paar Worpsweder, Otto Modersohn, ab und zu Fritz Mackensen. So hatten wir immer schöne Sonntagnachmittage und Abende, wo es Musik, gute Musik und herrliche Vorlesungen von Rilke gab. Im Frühling 1901 heirateten wir drei Paare, Modersohns, Rilkes und wir, und begannen so den Sommer unseres neuen Lebens, unseres gemeinsamen Lebens. Leider war es nicht sehr lange, dass Rilkes in Worpswede blieben. Er ging nach Paris zu Rodin und war dort sein Sekretär, aber wir hatten immer Verbindung. Im Herbst und Frühling fuhren wir auch nach Paris und hatten dann gemeinsame sehr schöne Tage. Eine Zeit lang wohnte er in Paris in einem alten Kloster. Sein Raum war immer absolut typisch für ihn, so rein rilkehaft, wie eigentlich kein anderer Wohnraum und Arbeitsraum zu schildern ist. Ganz klar und einfach nur sein Schreibpult, an dem er stand zum Schreiben. Auf seinem Tisch mitten im Raum stand immer eine schöne Rose in einer silbernen Schale. Und manchmal konnte er entzückend erzählen von den täglichen Begebnissen, die er so mit seinen allernächsten Menschen, mit denen er arbeitete, hatte. Es war ja nun auch nicht einfach, Rilkes Gedichte sofort zu begreifen als junger Mensch. Und er hatte immer eine riesige Geduld. Wie meine dritte Tochter geboren wurde, waren Clara Rilke und er 2 Monate in meinem Hause zu Gast. Und er hat täglich an meiner Wiege von meiner Tochter gesessen, oben mit seiner Frau, und hat mir immer wieder seine schönsten Gedichte gelesen und immer wieder erklärt, sodass wir eine ganz herrliche Zeit hatten. Man lebte mit ihm und seiner Kunst, so wie heute unser Haus ganz erfüllt ist von Rilke-Atmosphäre. Wir haben unser Archiv vollständig mit allem, was von Rilke geschrieben ist,
was über ihn geschrieben ist. Und täglich im Sommer kommen junge Studenten, die nach ihm fragen und auch mal einige Tage da bleiben, um mit den Büchern zu arbeiten.